Hohe Mieten, die immer weiter steigen. In München ist das nichts Neues und eine Besserung ist da auch nicht in Sicht. Ganz im Gegenteil, Vermieter finden immer kreativere Wege, um noch mehr Profit zu erreichen. So auch in der Mauerkircher Straße 17 und 19 in Bogenhausen. Hier haben die Anwohner sogar öffentlich protestiert. Denn statt dem grünen Innenhof soll hier ein Luxuswohnkomplex entstehen. Früher war hier eine Schaukel, es waren Gartenmöbel, es war ein Fußballtor. Aber jetzt ist hier Betretungsverbot, die Kinder dürfen nicht mehr in den Garten gehen und angeblich wegen Insektenschutz. Es ist allerdings ziemlich befremdlich, der Insektenschutz, wenn gleichzeitig man weiß, es soll hier alles zubetoniert werden. Wahnsinniges Herzrasen. Ich habe wirklich geheult. Ich könnte jetzt schon wieder heulen, weil einfach mir meine Heimat genommen wird, wenn man so lange da wohnt. Ja, da kann man sagen, na und, das bisschen Baulärm, das ist eine Baustelle von 2 Jahren. Doch die Anwohner sind mit ihrem skrupellosen Vermieter nicht alleine. Unterstützung bekommen sie vom Bezirksausschuss. Der Bezirksausschuss hat es heute Stellung zu nehmen, das macht er heute und wird es heute ablehnen. Der Stadt eben empfehlen, das nicht weiter zu verfolgen, sondern zurückzustellen, Veränderungssperre zu erlassen, Bebauungsplan zu machen. Der Investor war lediglich dazu bereit, sich mit einer schriftlichen Stellungnahme zu den Vorwürfen zu äußern. Trotzdem halten wir an der Überzeugung fest, dass Nachverdichtung angesichts des akuten Wohnraummangels in München ein Schritt ist, der grundsätzlich im Interesse der gesamten Stadtbevölkerung liegt. Wir sind offen für einen zielführenden und konstruktiven Dialog mit allen Betroffenen. Die Planung des neuen Wohngebäudes ist aber nicht die erste Aktion des Vermieters. Zuvor hatte er Mieter wegen Eigenbedarfs die Wohnung gekündigt, nur um diese dann anschließend in 6 WG-Zimmer umzubauen. Dass nun das Fenster nur noch eingeschränkt genutzt werden kann, ist dabei egal. Der neue Mietpreis? 900 Euro für ein 9-Quadratmeter-Zimmer. Ich weiß, dass es teuer ist, aber als ich im Oktober hierher gekommen bin, hatte ich keine andere Wahl. Ich konnte in München nichts finden. Doch ist es überhaupt erlaubt, für ein WG-Zimmer derartige Preise zu verlangen? Dann ist es relativ wahrscheinlich, dass die Mietpreisbremse nicht beachtet wurde. Dann habe ich als Mieter die Möglichkeit, den Vermieter darauf hinzuweisen. Und dann habe ich aber das Recht zum einen auf Reduzierung der Miete und ich darf auch die zu viel bezahlte Miete der letzten Monate zurückverlangen. Ignacio ist im Oktober fertig mit seinem Studium und freut sich auf ein größeres und vor allem günstigeres Zimmer. Die Anwohner werden weiter gegen ihren Vermieter kämpfen.